Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 mit Claire Redfield, das B-Szenario. Wir waren zuletzt vor dieser Tür stehen geblieben, in die wir jetzt auch reingehen. Aber in die ich, glaube ich, schon reingelaufen bin und ich weiß schon, was da drin ist. Ja, Zombies! Schmeckt's? Kommt mal hoch. 2, 3, so, jetzt wechsle ich die Waffe auf den Revolver. Ja, und ihr seht gleich, der hat viel mehr Durchschlagskraft. Nein, falsch, falsch. Komm, mach schneller! Komm schneller, mach Claire, komm, 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 komm! Komm, der kriegt... Nein, nein, du kriegst mich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ist er jetzt tot? So, jetzt ist aber gut hier. So, jetzt haben wir doch ein schönes Massaker angerichtet. Oh, ich hätte die Armbrust nehmen können. Bin ich doof, ey. Das war mal wieder ein Beispiel meiner unglaublichen Fähigkeiten, ja, die ich hier habe in diesem Spiel. Oh meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Was finden wir denn hier? Nichts? Nada? Niente? Diese Tür ist zugenagelt, sieht nicht so aus, als käme ich hier weiter. Nein! Warum? Und was ist hier drin? Die Schublade! Die Schublade! Ja! Leer! Leer, sagt Claire! Komm mal her! Wie jetzt hab ich... Was soll denn jetzt hier... Ist hier jetzt... Ich dachte eigentlich, jetzt passiert irgendwie was. Diese Informationen sehen nicht sehr hilfreich aus. Ist die Tür hier hinten offen? Ja. Wo kommen wir denn hier hin? Ach du meine Güte, dahin. Okay. Geräusch. Au! Yes, Baby! Im ersten Stock steigt eine Party. Wer will mitkommen? Leute, schmeißt euch in Schale. Jetzt geht's los. Disco Zombie. Ah, da hinten ist eine grüne Pflanze. Ach, ich hab nicht so viel Platz. Ich könnte rausgehen. Ich geh mal meine Waffe wegbringen. Ich geh mal zur Kiste, ja, in den Safe-Raum. Ah, ich glaube, die Tür ist falsch. Falsche Tür. Nee, richtige Tür, sehr gut. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Vieh mehr. Falsche Richtung. Nein, ganz falsch. Och, wir müssen eins runter. Ich hätte unten durchgemusst. Durch die große, dicke Tür. Naja, das macht nichts. Ich nehme jetzt immer ein bisschen länger auf. Da dürfen wir auch mal rumrennen, eine Runde. Obwohl, wenn ich jetzt schon mal oben war, hätte ich gleich das Rätsel machen können. Aber ich habe ja eh keinen Platz im Inventar. Och, immer diese ganzen Fragen über Fragen. Also ich behalte den Revolver, denke ich. Weil der zwar weniger Schuss hat, aber dafür durchschlagskräftiger ist. Und hier hinten müsste dann der Safe-Raum sein. Wir lauschen einmal. Ja. Die Safe-Raum-Musik, die aber irgendwie, finde ich, ein bisschen dramatischer klingt als, also in Sicherheit fühle ich mich hier nicht, wenn ich die Musik höre, so, wenn ich das jetzt nur von der Musik her einschätzen müsste. Oh, wir haben bereits 2 Edelsteine. Das ist doch perfekt. Und wir nehmen das eine grüne Kraut mit anstatt des Erste-Hilfe-Sprays, weil wir ja gleich dann kombinieren können. Mhm. Nehme ich die Armbrust mit? Ah,
Ach, man muss immer so viele Entscheidungen treffen. Den Karo-Schlüssel haben wir dabei. Da weiß ich auch die Tür, in die wir da rein müssen. So, dann nehmen wir uns erstmal das rote Kraut, verbinden die beiden, haben damit eine Komplettheilung und schauen mal, was es hier so alles Schönes gibt. Ey, man kann hier hinter? Viele dieser Bücher sind über Forschungsmethoden. Keins dieser Bücher scheint mir hilfreich. Keins dieser Bücher scheint mir hilfreich. Firmendaten in erster Linie von Umbrella Inc. Incorporation, oder wie auch immer das dann heißt. Man kann auch hier rein? Oh Mann. Ich sollte öfter mal die Winkel hier untersuchen in diesem Spiel. Das ist mir ja noch nie aufgefallen, ehrliche Sache. Ist ja auch wurscht. Es gab ja da eh nichts Wichtiges. Also ist es nicht so schlimm, dass mir das noch nie aufgefallen ist. Wir brechen einfach mal ein. Und schauen mal, was es hier so Schönes zu gaffen gibt. Eine Bronzeplatte mit einem Bild drauf. Ja, schön, ne? Schön. Der Stromschalter, bla bla bla, Schalter an, ja bitte. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz überlegen, wie war das jetzt? Rechts? Ich glaube den hier auch nochmal rechts. Ja, passt. Gut, und wir kriegen... Ja, was ist das eigentlich, was da gerade drinne lag? Irgend so ein Ding. Schlangenstein. Wir kriegen einen Schlangenstein. Sehr interessant. Wo muss ich hin? Wo geht's nochmal daraus? Da geht's in den Raum. In den Gang. Na gut, gehen wir hier zurück. Ich hoffe, dass das richtig ist. Wir haben ja dieses kleine Mädchen gar nicht mehr gesehen, was da nicht vorhin, sondern im letzten Part weggelaufen ist. Was ich sehr verdächtig finde, wenn ihr mich fragt. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. Immer diese Todeshorrormusik, als ob hier gleich übelst die Welt untergeht, ey. Mann, 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 Mann. So, ich überlege jetzt gerade, wo der Karo-Schlüssel ist. Ich glaube, den Karo-Schlüssel kann man verwenden hier hinten in dem Gang hier, in dem wir jetzt... Okay. Armbrust. Armbrust, aber jetzt ist... Nein! Okay, Armbrust. Ja, so funktioniert die Armbrust, liebe Freunde. Aber ich habe dann keine Bolzen mehr. Ein Schuss kann ich noch. Das hat sich ja mal voll nicht gelohnt. Jetzt habe ich 3 Armbrustbolzen verschossen für die Tussi alleine. Hm? Ach so, ist bereits vollgeladen. Wir rüsten wieder auf unsere Waffe um. Auf unsere Waffe des Vertrauens. Und gehen mal ganz kurz in den Safe-Raum. Weil ich die Armbrust gleich wegpacken möchte. Und den Schlangenstein, den packen wir auch weg. Gut. Sollte das hier so weit kommen, dass ich dann irgendwie die Gegenstände holen muss oder so, dann mache ich das offscreen, damit ich hier nicht für euch hin und her laufe. Und dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Ja, Revierschlüssel benutzt. Sehr gut. Was, hier ist diesmal keiner? Bei Leon waren hier mal schnell 8 Zombies drinne. Kann wohl nicht wahr sein. Was ist das? Ein Film. Nö. Filme sind hier eigentlich voll die Verschwendung.
obwohl dieser Entwicklungsraum ja eigentlich in der Nähe ist. Armbrustbolzen. Na bitte, wir können wieder wild mit unserer Armbrust, die ich gerade weggepackt habe, umherschießen. Das Schloss ist kaputt. Wollen Sie den Dietrich benutzen? Natürlich möchten wir den Dietrich benutzen. Und wir bekommen Sprengstoff. Hui, was ich jetzt noch brauche, um den sperrigen Hubschrauber aus der Wand zu sprengen? Ein Zünder. Hm. Sie haben das Schloss geöffnet. Ist ja immer schön, wenn man eine Tür öffnet, aber welche... Oh Gott. Er steht da in der Ecke wie ein betäubtes Faultier. Den locken wir gleich mal an. Oh, da ist eine grüne Pflanze. Das gefällt mir sehr gut. Was passiert denn hier drüben? Oh, das wird mir jetzt noch ein bisschen zu heiß. Leute. Nicht, bitte nicht zu dicht, die Herren. Wir kennen uns ja noch nicht so gut. Sie knallt aber auch ultra schnell. Also, mit der, die Waffe geht zu schnell ab. Ich verschieße hier unnötig Schuss. Ist jetzt gut? Dankeschön. Wir nehmen uns erstmal die Pflanze, die grüne. Ich glaube, jetzt müsste ich nachladen. Ja. Der ist noch nicht tot. So gar nicht. Meine Güte. Was haben wir denn hier? Zünder! Jawohl, wir haben einen Zünder gefunden. Da fällt mir gerade ein, ich muss noch in diesen Raum rein, wo wir den Safe hatten. Das dürfen wir nicht vergessen. Da gab es ja für uns nette Sachen im Safe. Memo an Leon. An Leon S. Kennedy. Herzliche Glückwünsche zu Ihrer Versetzung zum Polizeirevier Raccoon City. Wir freuen uns alle, Sie als neuen Kollegen begrüßen zu können und wir versprechen, Sie gut zu behandeln. Willkommen an Bord, die gesamte Belegschaft des PRC. Ja, dumm gelaufen, würde ich mal sagen, ne? Wir nehmen uns hier die Pistolenmunition. Ah, und müssten jetzt eigentlich dann wieder in der Eingangshalle landen, wenn wir durch diese Tür hier gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jawohl. Und wir sollten hier lang gehen, denke ich. Ich verbinde erstmal den Sprengstoff mit dem Zünder, so. Ja, das passt. Oh, da ist noch eine Pflanze, eine grüne. Die lassen wir erstmal stehen. Ja, ich habe mit Claire hier noch nicht so viel Heilung gefunden, fürchte ich. Das ist nicht so gut. Doch, ich habe Heilung gefunden. Hinten bei dem Balkon. Eieieiei. Was soll's. Wir schließen erstmal diese Tür hier auf mit unserem Revierschlüssel, den wir jetzt ablegen können. Und wir haben ja das letzte Mal, als wir im Raum daneben waren, wo der Licker drinne war, haben wir ja schon gesehen, dass in diesem Raum etwas Wichtiges für uns drinne war, was wir uns jetzt holen. Erstmal nehmen wir uns hier das erste Hilfespray. Oh, den hatte ich später erwartet. Oh, meine Güte. Meine Güte. Okay, der kriegt uns nicht. Kein Problem. Übrigens, selbst wenn ihr meint, klug sein zu können, indem ihr vorher im Raum nebenan den Licker tötet, wird er trotzdem durch die Wand springen. Das ist dann eben ein anderer. Nur mal so als Tipp von mir. Sorry, falls ich jetzt irgendwas gespoilert habe. Verschlossen, Kreuz. Okay. Wollte ich nur nochmal nachprüfen. Oh, ja, 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 ja. Oh, jetzt habe ich mich doch erschreckt. Super cool. Das ist überhaupt das Witzigste, was mit passieren kann, wenn ein Spiel, was man eigentlich in- und auswendig kennt, einen dennoch immer mal wieder erschreckt. Dann ist es gut gemacht, denke ich. Ach, meine Güte.
Ach, ich nehme einfach mal das grüne Kraut. Jetzt läuft sie wieder anständig. Das Mädchen da. So, grüne Kräuter. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Wir gehen mal durch diese Tür. Ach du Scheiße. Ach, hier ist der Raum mit dem Safe. Ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Und ich erinnere mich sogar noch an die Kombination. Ist das nicht ein Ding? Aber jetzt erinnere ich mich auch gleich wieder daran, dass wir jetzt keinen Speicherplatz haben. Naja, 2, 2, 3, 6. Toll. Toll. Eine Polizeirevierkarte, wollen Sie sie mitnehmen? Ja, Polizeirevierkarte mitgenommen. Guti, wir würden technisch gesehen Säurepatronen bekommen. Wir haben aber keinen Platz. Ich werde offscreen zu einer Kiste laufen und dann sehen wir uns, denke ich, ja, an dieser Stelle hier wieder im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.